Seit Gründung der Regionalliga Bayern war das Derby zwischen Memmingen und Illertissen immer ein fester Bestandteil, Ausnahme die letzte Saison, die die Allgäuer ja in der Bayernliga verbrachten. Historisch gesehen haben die Gäste aus der Föhlenstadt knapp die Nase vorn und gehen auch diesmal vor den knapp 1600 Zuschauern favorisiert rein. Unter der Woche schlugen die Pokalmonster gegen Drittligist Unterhaching zu. Die Gastgeber in Rot kassieren dagegen wie zuletzt beim 3:4 bei den Bayern grundsätzlich einfach zu viele Gegentore. Die Gäste dann auch von Beginn an um Kontrolle bemüht und mit einem ersten gefährlichen Angriff nach 4 Minuten. Ball kommt über Umwege zu Furkan Kirčicek, der verzieht dann allerdings doch recht deutlich. Der FCM versuchte, Nadelstiche zu setzen, das klappte vorerst überhaupt nicht. Stattdessen dieser schöne Schlenzer von Hannes Pöschl, da muss sich Dominik Dewein ganz schön lang machen, um den rauszufischen. In der 23. Minute rückt Memmingens Keeper erneut, allerdings unfreiwillig in den Blickpunkt. Nach einem katastrophalen Rückpass von Kapitän Manuel Konrad holt er Pöschl von den Beinen. Elfmeter für den FVI. Marco Mannhardt übernimmt die Verantwortung, aber Dewein ahnt die Ecke und pariert überragend. Es bleibt beim 0:0. Die anschließende Ecke wieder gefährlich, Dewein allerdings nun richtig warm geschossen. Nächste Glanztat gegen Janik Klessing. Bis dato ein etwas verrückter Verlauf und Achtung, es wird noch kurioser. Pressschlag zwischen Fabian Lutz und Kirčicek und das Leder fliegt natürlich schon sehr glücklich aus FVI-Sicht über Dewein hinweg in den Kasten. Erstes Tor für den Neuzugang aus Chemnitz im 4. Einsatz. Eine typische Szene für das Match dann in der 44. Minute. Jakob Gräser verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball, es läuft der Konter. Gökhan Kilic treibt die Kugel nach vorne, fackelt dann nicht lange und zieht ab. Nur Dewein war es zu verdanken, dass es beim 0:1 blieb. Aber es gab ja eine Ecke. Die wird ungenügend geklärt von den Hausherren. Und zwar genau auf den Schlappen von Kevin Friesorger mit dem Pausenpfiff, also das 2:0 für Illertissen. Das zog dem Match dann auch für längere Zeit den Stecker. Die Gäste kontrolliert nach Wiederbeginn unaufgeregt das Geschehen, während beim FCM nach wie vor die Präzision beim Spiel in die Spitze absolut fehlte. Der FVI riss sich also kein Bein mehr aus und warf dann trotzdem in der 63. Minute nochmals den Turbo an. Mannhardt raus auf Klessing und der macht aus Spitzenwinkel das 3:0 für den amtierenden zweifachen Pokalsieger. Damit war Schicht im Schacht. Zumal der FVI hier durch einen Freistoß des eingewechselten Daniele Gabriele sogar näher am 4. war als die Allgäuer am Ehrentreffen. Weil es wirklich Seltenheitswert hatte, dann mal ein Abschluss der Hausherren Janis Peter, aber ungefährlich direkt in die Arme von Felix Thiel. Wie es geht, zeigten dann in der 73. Minute erneut die Gäste. Die Memminger Abwehr fast schon mit Auflösungserscheinungen. Illertissen dagegen wie im Training. Mannhardt mit der endgültigen Wiedergutmachung für seinen Elfer-Fehlschuss erstellt auf 4:0. In der 84. Minute fiel dann allerdings ein dicker Wermutstropfen in den FVI-Freudenbecher. Friesorger wird im Anschluss an eine schlecht verteidigte Ecke wegen eines Handspiels auf der Linie unter die Dusche geschickt. Seine anstehende Sperre tut den Gästen sicher mehr weh als der letztliche Memminger Ehrentreffer durch den verwandelten Strafstoß von Nicola Trikulia. Der war in einem äußerst einseitigen Derby nämlich nur noch Ergebniskosmetik. Übrigens gab es in der Nachspielzeit auch noch eine Hinausstellung bei den Gastgebern. Joker Adrian Morina kassiert hier in einer Szene 2 Gelbe wegen Foulspiels und Ballwegschlagens und damit logischerweise Gelb-Rot. Wir haben gut begonnen und dann tut es natürlich besonders weh, wenn dann so ein Ping-Pong-Tor dann aus 20 Meter oder 25 dann hinten reinfällt. Das zweite Tor wäre vermeidbar gewesen, muss ich sagen, weil wir da vorne Kontersituationen hatten, die wir einfach schlecht zu Ende spielen. Aber wenn man alles resümiert, Glückwunsch an Illertissen, es war ein absolut verdienter Sieg. Sind wir gut reingekommen ins Spiel, haben viel Ballbesitz gehabt, haben natürlich dann die Riesenmöglichkeit gehabt, durch einen Elfmeter in Führung zu gehen, haben das dann leider nicht geschafft und haben dann natürlich ja, bei dem 1:0 das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt. Aber ich glaube, die 2:0-Führung zur Halbzeit war völlig verdient. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben unsere Kontersituationen gut zu Ende gespielt. Natürlich für uns sehr ärgerlich, dass wir hinten raus noch eine ja, sehr unnötige rote Karte bekommen haben. Aber das soll unsere Freude heute Abend nicht trüben. Wie gesagt, Riesenkompliment an die Jungs für die Leistung. Der FV Illertissen orientiert sich durch den 5. Saisonsieg zunehmend nach oben im Tableau. Rückkehrer Memmingen ist dagegen vor allem defensiv angesichts von mittlerweile 22 Gegentreffern noch nicht wieder auf Regionalliga-Niveau.